Die Forschung ist sich einig, der Klimawandel sorgt dafür, dass Hochwasser und Sturzfluten häufiger werden. Auch bei uns. Oft werden sie ausgelöst durch extrem viel Regen in sehr kurzer Zeit. Eine Software soll nun helfen, Hochwasser besser vorauszusagen. Experten sagen, dieses System sei ein Quantensprung. Anfang Juni. In Bayern brechen die Dämme. Hier helfen auch Bundeswehr- und Feuerwehrkräfte. Weiter östlich an der Donau, der Katastrophenfall wird ausgerufen. Wie kurz darauf auch in Passau. Besonders gefährdet, wie 2021 im Ahrtal, Orte in engen Flusstallagen, die bei starken Niederschlägen volllaufen wie eine Badewanne. Schon im Jahr 1995 trifft es die Nahe in Rheinland-Pfalz. Die Schäden gehen in die Millionen. An ihrem Mittellauf liegt das Örtchen Hochstetten-Daun. Und gerade wenn es plötzlich heftig regnet, kann es in dem Ort an der Nahe schnell gefährlich werden. Wenn also ein Regenereignis mittlerer Stärke in Verbindung im Frühjahr mit Schneeschmelze passiert, dann ist bei uns hier Techiewelt, dann wissen wir genau, die Nahe geht hoch und dann wissen wir auch, was zu tun ist. Doch nicht jeder weiß das. Experten sprechen von Hochwasserdemenz. Je länger ein solches Starkregenereignis zurückliegt, desto eher neigen Menschen dazu, seine Gefahren zu unterschätzen. Anschauliche Simulationen wie diese sollen das künftig verhindern. Für ein Örtchen wie Hochstetten-Daun zeigt eine Software, was kurzer, heftiger Regen bedeutet. Diese Industriehalle zum Beispiel wird überflutet. Das Programm kann sogar sagen, wie hoch. Wistim heißt das System, das aus Österreich kommt und in Rheinland-Pfalz als erstem Bundesland eingeführt wird. Für Hochwasserexperten ist Wistim ein Quantensprung. Für jeden Ort im Bundesland soll künftig gezeigt werden können, was ein Starkregen für ihn bedeutet. Mithilfe besonders leistungsfähiger Grafikkarten. Wir berechnen mit alten herkömmlichen Systemen Gefahrensituationen, beispielsweise vergleichbare Situationen, etwa in einer Berechnung, die 24 Stunden lang läuft, mit Wistim im Minutenbereich. Zunächst bekommen Kommunen das System. Hier verspricht man sich den größten Nutzen. Wo muss ich zum Beispiel eine Kanalisation entsprechend anlegen, wenn ich ein Neubaugebiet baue? Hier kann das Kartenmaterial natürlich ganz intensiv helfen. Aber es zeigt natürlich auch, wo sollte ich was entsiegeln? Wo sollte ich vielleicht bestimmte historische Gebäude auch schützen? Wo kann ich auch Privatleute noch mal anders vorbereiten? Dass die Klimakrise Starkregen mit kurzen Vorwarnzeiten wahrscheinlicher macht, wissen Sie auch an der Nahe. Aber selbst wenn ein Starkwetterereignis schon eingetreten ist, soll das neue System den Rettungskräften helfen. Mit den richtigen Daten gefüttert, kann die Software sagen, wo der Einsatz von Sandsäcken und Deichen am meisten hilft. KI macht es möglich.